Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort ugleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Es unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir gucken in einem Shop von dem 15.08.2019. Wir haben einen neuen Skin, zu dem wir ein Gameplay haben. Es ist, ja. Der Schneid-Skin, genau. Schneid-Outfit für 800 V-Bucks. Und dann gibt es eine neue Picke, den roten Zacken da rechts unten für 500 V-Bucks. Wir fangen jetzt einfach mal mit den, ja, Smooth Moves an. Kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10 von 800 V-Bucks, das Teil. 4,57 von 5 bei 97 Worts, was beim 1. Oktober 2018 im Shop gewesen. Seitdem 14 Mal und 288 Reminders. Dann kommen wir zu Krabbe. Ja, ein bisschen crazy das Teil, kriegt von mir 7 von 10. Von mir 8 von 10. 3,96 von 5 bei 23 Worts, was am 2. Juli 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 Mal und 26 Reminders. Dann kommen wir zu Bracer. Bracer, zoom mal bitte an die ran. Für 800 V-Bucks finde ich eigentlich ganz cool, das Teil. Dreh die mal ganz kurz so ein bisschen. Kriegt auf jeden Fall von mir 7 von 10. Von mir 6 von 10. 3,36 von 5 bei 22 Worts, zum ersten Mal am 15. Mai 2019 im Shop gewesen. Seitdem 3 Mal und 28 Reminders. Dann kommen wir zu zu Blenden. Also zum Dazzle. Dazzle für 1200 V-Bucks kriegt von mir 6 von 10. Von mir 5 von 10. 3,83 von 5 bei 52 Worts, zum ersten Mal am 22. Februar 2018 im Shop gewesen. Seitdem 28 Mal und 67 Reminders. Dann kommen wir zu Träumefüße. Träumefüße, ziemlich cool. Kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Von mir auch. 500 V-Bucks. 4,35 von 5 bei 26 Worts, zum ersten Mal am 13. April 2019 im Shop gewesen. Seitdem 6 Mal und 40 Reminders. Okay, roter Zacken. Der rote Zacken für 500 V-Bucks. Zeig mal bitte den Werkzeugeffekt. Naja, so was Besonderes ist das jetzt aber nicht. Dreh die mal bitte so ein bisschen gerade mal. Okay. Okay. Ja, kriegt von mir 6 von 10. Von mir kriegt die 8 von 10. 5 von 5 bei 3 Votes und 0 Reminders. Leute, by the way, es könnte sein, dass in den nächsten Tagen irgendwann mal wieder ein Fortnite-Stream kommt. Denn ich krieg in 2 Tagen, denke ich mal, oder ja, in 2 Tagen, kriege ich ein neues Netzteil, weil bei meinem PC das Netzteil, ja, an alle, die sich da auskennen, wissen Bescheid. Und ich krieg ein neues Netzteil und dann könnte es theoretisch wieder sein, dass die FPS wieder in Ordnung sind und dann könnten wir wieder zusammen streamen. Genau. Genau. So, dann kommen wir zum Roten Ritter. Also Rote Ritterin. Die Rote Ritterin. 10 von 10. Ist schon ein ziemlicher Kult-Skin. Ja, für 2000 V-Bucks 10 von 10. Von mir auch. Zeig mal, dreh die mal bitte ganz kurz. Da hinten diesen Schild auch. Ja, das sieht schon geil aus, ne? Ja, beste Benotung. 4,265 bei 231 Votes. Die beste Benotung überhaupt. Doch, bei so vielen Votes, bei so vielen Votes schon. Zuerst am 15. Dezember 2017 im Shop gewesen, seitdem 20 Mal und 330 Reminders. Dann kommen wir zu der Karmesin-Hacke. Die ist auch ziemlich nice. Kriegt von mir auf jeden Fall 7 von 10 für 800 V-Bucks. 7 von 10? Ja. Für mich die 9 von 10. 3,58 von 5 bei 33 Worts, zum Beispiel am 6. Juli 2018 im Shop gewesen. Seitdem 13 Mal und 27 Reminders. So, dann kommen wir zu Shade. Nee, Shade. Wir kommen erstmal zu Rebell. Der Rebell, der Maverick. Den finde ich, seitdem es diese neuen Styles gibt, doch um einiges geiler als in der alten Version. Das ist am besten. Ja, ich finde ihn ohne Helm sogar am besten. Also da rechts, ich finde den so. Nee, ich finde ihn so am besten. Ich gebe dem 8 von 10. Von mir kriegt er auch 8 von 10. Okay, 3,54 für 5 bei 95, ja. 3,54 für 5 bei 59 wurde zum ersten Mal am 3. August 2018 im Shop gewesen, seitdem 11 Mal und 83 Reminders. Dann kommen wir zu Shade. Shade für 1500 V-Bucks. Auch da muss ich sagen, sieht bestialisch gut aus. Also jetzt in dieser neuen Version auch 8 von 10. Ja, 8 von 10 auch von mir.
3,315 bei 51 Votes, was beim 3. August 2018 im Shop gewesen ist, seitdem 10 Mal und 56 Reminders. Dann, ja, was von dem Set, dann kommen wir jetzt aber auch schon zum heutigen neuen Item. Ja, der schneit. Zoom mal bitte an den Rand erstmal. Was hat der? Oh, guck mal, das Halstuch, das ist ein Totenkopf, ne? Ja. Oh. Ist das ein Halstuch? Ja. Naja. Oder gehört es zum T-Shirt? Ist das T-Shirt. Das ist T-Shirt. So ein bisschen verpixelt hier, die Dings hinten drauf. So ein, ja. Also er sieht schon ziemlich cool aus. Ich gebe dem 8 von 10. Der kriegt von mir auch 8 von 10. Okay. Ich finde ziemlich cool. Der hat noch keine Benotung und 9 Reminders. So, ihr bewerten noch den Shop, Leute. Genau. Und zwar, was würdest du denn sagen, wie würdest du denn den Shop bewerten? Der Shop war heute eigentlich ganz gut. Also oder? Ich muss sagen, der heutige Shop... Lauf jetzt, sag ich. Gefällt mir ziemlich gut. Die Rote Ritterin ist drin, Shade und Rebell sind drin, der Schneid ist ein cooler neuer Skin, Smooth Moves ist drin, Träumerfüße ist drin. Ich würde dem heute auch ein Love It geben. Okay, dann haben wir unsere Benotung. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, Justin, Support Collector, sofort gleich die TV. Bis dahin, noch rein und tschüss.